So, herzlich willkommen zurück zu einer. Meine Kameras sind echt unglücklich. Die schneiden hier immer irgendwelche Sachen ab. Whoop. Whoop. Vielleicht sollte ich sie umpositionieren. Macht keinen Sinn. Okay. ja, wo war ich? Da. So. Genau. Wir machen weiter mit der Let's Play from the Mind Test. Let's go. Perfekt. Just perfekt. So, die Tiere sind schon wieder am Tieren. Ja. Ah, ja. Alter, was mit Tieren los? So, wir wollten auf eine Wandertour gehen. Das heißt, unsere Axt ist mittlerweile sehr bemitleidenswert. Weißt du was? Komm, ich schmelze mal ein bisschen Eisen ein. Nehmen wir mal 16 Stück. So. Da können wir uns noch mal hier eine Stahlspitzhacke machen. Das Musik, ey. Sollten noch mal was essen, gell? Weil wir haben bloß noch zwei Keulchen. Ich bin Schmied. Walla Happy Bibi. Da. So, die ist nämlich schon fast kaputt. Da brauchen wir nicht mehr viel anfangen. Schippe können wir lassen. Das brauchen wir erstmal nicht. Die Frage ist, nehmen wir so eine Werkbank mit? Diese Tiere sind schon ein bisschen laut, ne? Ja, nehmen wir uns noch eine Werkbank mit? Macht Sinn, ne? Also, wir nehmen uns auf jeden Fall ein bisschen Holz mit, ne? Die 11 Stücke hier nehmen wir ein bisschen gleich mal mit. Weil, da können wir uns für den Fall, dass wir es brauchen, eine Werkbank bauen. Dann haben wir immer eine zum Mitnehmen. So, wir haben. Ich habe auch noch Werkzeuge drin. Holy moly. Steinspitzhacke. Ah. Steinschwert haben wir auch noch. Ja, lasse ich erstmal alles hier drin. Ja, okay. Bist du langsam mal fertig hier oder was? Das dauert ja ewig. Wir haben eine Fackel. Das ist schon mal sehr gut. Ja, das hier war natürlich ein kompletter Reinfall. Das können wir direkt wieder wegschmeißen. Obwohl, mal gucken, was kann man damit genau machen, wenn ich jetzt hier auswähle. Ah, Hilfeblöcke, polierter Stein. Maximale, dieser Block ist für den Bau diverser Gebäude vorgesehen. Interessant. Erde dient als Nährboden für einige Pflanzen. Im Licht könnte auf diesem Block eine Gras- oder Myzelschicht wachsen. Wenn solche Blöcke in der Nähe sind. Okay. Ja. Weg damit. Braucht keine Sau. Eisen. Das Roheisen lasse ich mal hier. Die Eisen nehmen wir mal mit. Holz haben wir. Kohle haben wir zum Fackeln bauen. Gucken wir, ob wir hier noch ein paar Fackeln haben. Ja. Das Boot nehmen wir mal mit. Glas können wir getrost hier lassen. Das brauchen wir nicht. Genauso wie das Fleisch. Können wir auch hier lassen. Statt dafür nehmen wir aber mal hier ein bisschen Brot mit. Brot für die Welt. Und für mich. Dann sollten wir soweit alles haben, was für mich jetzt erstmal so als wichtig erscheint. Von daher, let's go. Gehen wir zu Land oder zu Wasser? Ah, wir gehen mal zu Land. Ich meine, Tiere schon klar. Die Sonne geht gegen uns oder mit uns? Gegen uns. Okay. So.
Da ist ein Pferd auf dem Baum. Ernsthaft? Das ist eine Spinne. Das ist ein, was auch immer. Zombie. Ah, okay, ein paar Kürbisse sind hier. Bringen uns jetzt nicht so viel. Tja, das heißt, wir gucken mal, ob wir Dschungelbäume finden und nehmen uns dann auch gleich mal ein paar Saplings mit. Weil so viele Dschungel, also so nah bei uns scheint kein Dschungel zu sein. Und jedes Mal, wenn ich Dschungelholz brauche, erstmal 3 Kilometer zu rennen, habe ich auch keinen Bock. Oder bin ich jetzt komplett dämlich und wir hatten schon Dschungel-Saplings. Und ich hätte einfach nur ein paar Bäume einpflanzen brauchen. Wenn das der Fall gewesen, wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mich ja beschissen vorkommen. Ah, es sieht hier mal kahler aus, hier wachsen gar keine Bäume mehr. Ich gehe mal hinten auf den Berg rauf. Ob das eine gute Idee ist, zwecks Verlaufen, keine Ahnung. Ich sollte wirklich doch die Sichtweite hochstellen. 200 kommt mir doch ein bisschen wenig vor. Wartet mal ganz kurz, Spiel beenden. Wie war denn das? Meintest? Ach nee, halt. Record. Meintest. So, meintest.conf. Das ist die Datei, die wir brauchen. Wie war denn das? MapGen, ne? Ist gar nicht definiert. Ah, super. Ist also noch der Standardwert. Dann muss ich mal ganz kurz gucken, wie der Wert hieß, den man dafür ändern muss. MyTest.conf. So. MapGen. Was? Hä? Ich hab den doch irgendwann mal definiert. Ach, das hier war's. Max Block Generate Distance. Echt? Ach nee, stimmt. Dieses Map-Gen Maximum war ja die, wie groß die Welt insgesamt maximal werden darf. Das war's ja das. Genau, wir brauchen das hier. Generate Distance und Send Distance. Die beiden brauchen wir. So, dann kopiere ich das mal. Dann können wir mal ganz kurz gucken, ob das bei der anderen vielleicht doch schon da war. Mytest.conf Max. Achso, halt. Falsches Feld. Da. Max. Objekts per Block. Oh ne, haben wir noch nicht. Gut, dann schiebe ich einfach mal ran. So. Fertig. Dann sollte ich jetzt auch weiter gucken können. Hallo? OBS? OBS kennt mein Test nicht mehr. Ach. Voilà. Okay. So, und jetzt bitte. Die Menümusik ist schon ganz schön laut.
Ah, ja. Tja, okay, gut, dann sind wir wieder. Und jetzt sollte ich auch meine Sichtweite erhöhen können, ne? Ja. Und er fängt an zu generieren. Sehr schön. Was sagt die FPS? Stolze 60. Nein, nee, nicht ganz. 68, naja, schwankt ganz schön. Okay. Da hat er 60, da hat er auch. In die Richtung hat er nicht ganz 60. Warum das? Ach, weil er da dann noch am Generieren ist. Ja, Sichtweite 400 scheint doch schon. Wow, 30. Meint er, was ist mit dir los? An der Grafik kann es nicht liegen, oder? Aber gut. Ich öffne mal kurz hier. Radiant Top. Nö, meine Grafikkarte ist gerade mal zu 70% ausgelastet. Achso, könnt ihr das wieder nicht sehen. Wartet mal kurz. Immer mal hier. So. Da. Die Grafikpipeline ist gerade mal zu 70% ausgelastet. Okay, jetzt 85, weil ihr das hier auch generieren muss wieder. Aber ausgelastet ist die Grafikkarte noch nicht. Das heißt, das ist wieder typisch Mindtest. Das Mindtest, weil, ne, also die ganze Geometrie-Pipeline, die in Mindtest selber vorherrscht, die ist leider nur Single-Threaded, soweit ich weiß. Das heißt, da bräuchte ich noch mehr Single-Core-Performance, ja? Da bräuchte ich 8 Gigahertz oder 80 Gigahertz. Ja? Mal gucken, wann solche Prozessoren auf den Markt kommen. Na gut, dann bleiben wir doch erstmal bei 300. Ja. Guck, ob das gut funktioniert. Vielleicht ist das guter Sweet Spot für meinen Test. Schnauze, 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 Schnauze. Komm ich hier nicht mal diesen Kackberg hoch? Was ist hier los? Geht doch. So, Dschungel. Wir suchen immer noch Dschungel. Ah. Geh doch in den Wald sterben. Was ist das da hinten? Digga, was ist denn mit den Wolken hier los? Die sind ja mal super schnell hier. Wir sind da schon auf Wolkenniveau. Was ist denn das da? Hier ist doch auch nochmal so ein Ding. Okay, die gucken wir uns mal an. Ich hab grad was. Bist du das? Scheinbar. So, was zur Hölle ist das da? Da brennt es ja. Was zur Hölle ist das? Wer stellt bitte schon eine Kiste an Feuer hin? Oh, Feuerkugel. Obsidian. Oh, easy. Erstmal alles mitnehmen, ne? Ja. Aber. Warum? Wieso habe ich gerade Dauerschaden bekommen? Oh, Kiste mitgenommen. Kann ich schaden? Was zur Hölle soll das hier sein? Weinendes Obsidian? Like, what the fuck? Hä? Was brennt denn hier noch? Ich sag eigentlich gar nicht mehr, was brennen kann.
Da wird auch irgendwas. Können Grasblöcke brennen? Like, I don't know. Für wir noch mehr von diesen Dingern? Und wir sind über der Wolkenschicht. Na, heiß. Okay, komm, wir gehen mal zu dem da hinten. Gucken, was wir da so in der Kiste finden. Ich würde Goodies sammeln hier. In die Richtung sehe ich keinen Dschungel. Da sehe ich nur so komische Tannenwald. Das heißt, da ist Eis und damit alles andere als Dschungel. Wir müssen also sowieso in die Richtung gehen. Von daher können wir da mal. Wobei, da hinten ist auch Eis. Ach, scheiße, jemand dann. Dann war das wohl für den Dschungel die falsche Richtung. Das ist ja sehr schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Schnauze. Schnauze, habe ich gesagt. Was ist hier los? Ja, wobei, sieht nicht so interessant aus. Gehen wir mal direkt raus da. Das Ding ist überhaupt breiter, ne? Komme ich hier durch? Ah, nee. Gut. Gehen wir einfach mal weiter. Einfach weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Gucken wir uns an die Kiste. Nicht, dass die Kiste abfackelt. Das wäre sehr schade. Ja, da brennt was. Ja, das ist eine Kiste. Die ist ja wirklich breiter. Feuerzeug. Obsidian nochmal. Eine Goldschaufel und eine Goldaxt. Schaden 4. Schaden 7. Zeit zum Aushöhlen 0,6 Sekunden. Grabegeschwindigkeit extrem schnell. Wer kriegt mit dem Schwert? Grabehaltbarkeit 99. Also. So, wo jetzt da ist. Und Blockbruchstärke 2. Grabegeschwindigkeit extrem schnell. Hier macht es auch schon mehr Sinn. Grabehaltbarkeit 132. 132 was? Erdblöcke? Das wäre nicht sehr viel. Blockbruchstärke 2, Schaden 2. Schaden 7. Holy moly, ist er genauso stark wie hier mein Diamantschwert. The fuck? Okay. Ja, da haben wir mal die Diamanten hier komplett umsonst ausgegeben. Hätte man es mal schon vorher gewusst. So, wir können eigentlich die ganzen. Warte mal kurz. Ich muss mal erstmal. Mein Inventar ist bereits voll. Danke dafür. Also, die behalte ich. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und die behalten wir auch. Dich können wir direkt mal anziehen. Da. Oh. So. Achso, siehst du, die können wir auch gleich mal anziehen hier. Was ist das denn? Rüstungspunkte, Fußrüstung, Rüstungshaltbarkeit, okay. Tür, Torsorrüstung. Rüstungspunkte 5, okay. Ja, wir haben hier zwei Feuerzeuge, sehr geil. Gut. Wir haben doch hier garantiert irgendwo Lava, oder? Ja, da haben wir Lava. Das heißt, wenn ich die Sachen jetzt hier reinschmeiße. Bekloppt. Langeweile. Geht doch. So, ich würde aber hier gerne mal zumachen. Nicht damit hier irgendwann mal das doch sich auf die Idee kommt runterzulaufen. Ich hatte schon Erde. Wo denn da? Also, dann mache ich einfach mal so hier. Bam. Oh.
Ja, so stark ist er aber jetzt nicht, oder? Dann muss ich auch schon oft zuschlagen. Aber die Haltbarkeit geht gar nicht weg von dem Schwert, oder? Guck mal, da steht gar kein Haltbarkeitsbalken. Okay. Das heißt, das Schwert hält jetzt für ewig, oder was? Dann war das Diamantschwert ja wirklich umsonst. Das ist ja interessant. Gut, da hinten mache ich auch mal die Lava dicht. Und dann rennen wir mal in die Richtung, um zu gucken, ob da irgendwo ein Dschungel ist. Jetzt ist es gerade schon dunkel. Ich hätte mal ein Bett mitnehmen sollen. Das heißt, wir schlachten dann gleich mal hier ein paar Schafe auf dem Weg. Hier sind aber nur Schweine. Die haben mal Schwein gehabt. Oder wir gehen einfach durch die dunkle Nacht. Wobei, das ist dann wieder auf YouTube blöd. Auf YouTube erkennt man kaum was. So. Erde. Mach ich da mal dicht. Überall nur Schweine, keine Schafe. Oder bist du ein Schaf? Nee, ist ein Schwein. Bist du ein Schaf? Keine Ahnung, ist weg. Nee, ist ein Schwein. So, da die Lava. Wobei, die sieht aus, als wenn sie nicht wegfließen würde. Das ist sehr gut. Egal, ich mach trotzdem mal hier dicht. Nicht, dass die böse Dinge passieren. Ist hier noch irgendwo anders Lava? Nö. Gut, dann gehen wir erstmal in die Richtung und gucken mal nach Dschungel. Ich muss nur darauf aufpassen, dass ich hier nicht komplett mich verlaufe. In die Richtung müsste unser Haus gewesen sein, ne? Genau, der Mond kommt von da. Das heißt, in die Richtung müsste unser Haus gewesen sein. Okay. Wow. Geil. Tittenaffen geil. So. Nur ich bezweifle echt, dass wir in die Richtung da noch. Aber hier ist alles so baumlos. Weißt du? Und Sachen, die so baumlos sind. Da ist in der Regel nicht viel los. Da unten das Licht. Ist da ein Minenschacht? Vielleicht sollten wir jetzt mal hier auch irgendwelche Wegpunkte setzen, ne? Damit wir uns beim eventuellen Rückweg nicht verlaufen. Ich meine, noch ist es einfach, ne? Da brauchen wir einfach nur in die Richtung laufen, bis wir auf diesen großen Berg kommen. Oh, guck mal, Minenschacht. Ich komme zwar nie wieder raus, aber egal. Oha. Oha. Die Frage ist, wo will man hier überhaupt wieder raus? Bei der Menge an Goodies, die es hier gibt. Eisen zum Beispiel. So, direkt mal hier die ganzen Spinnen verscheuchen. Ich höre hier irgendein Viech. Müsste direkt über uns sein, oder unter uns? Eins von beiden. So, unter uns ist auf jeden Fall irgendwas. Hier ist Holz. Und Holz ist normalerweise, wenn unter uns leer ist, also wenn da Luft ist. Okay. Wärmefackeln dabei, ne? 8 Stück gerade mal. Naja, nicht so viel. So, okay. So viel brauchen wir auch gar nicht. Ich mache mal hier dicht. So, hier drehen wir uns im Kreis, genau. Hier ist Kupfer, womit ich immer noch nicht genau weiß, was wir damit machen können. Von da lasse ich das doch einfach mal liegen. Und erkundige mal die Richtung hier weiter. Ja, ich habe die Kiste nicht übersehen, keine Angst. So, hier geht's. Nirgendwo hin. Hier ist einfach so Wasser. Ist ja hart. Ist ja ein hartes Statement hier. So. Da hinten nichts ist, nehmen wir uns mal die Kiste in Angriff.
Da haben wir einmal Brot, einmal Goldapfel. Schienen brauchen wir jetzt keine mehr unbedingt. Ein paar Fackeln können wir immer gebrauchen. Und das war's dann auch mit dem Gang hier. Keine Monster, sehr gut. Irgendwas läuft hier irgendwo rum. Ich habe eine Waffe, Leute. Es läuft auf Gleisen. Aber nicht hier. Ha. Ha, ha, ha. Interesting. Genau, hier haben wir den einen Spitzspawner zerstört. Da ist ein Pferd auf dem Flur. So, von hier kamen wir ja, ne? Genau, von hier kamen wir. Das hier ist der gleiche Weg. Genau. Ach, hier sind wir auch runtergeplumpst. Okay, ist hier doch schon ganz schön verwinkelt, ne? Verwinkelter als mir lieb ist. Das Schöne ist, dadurch, dass hier alle Wege nach Rom führen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns hier so verlaufen, dass wir nicht mehr zurückfinden, doch eher gering. Aber wirklich mehr Rohstoffe finde ich ja auch keine mehr. Von daher würde ich mal sagen, sollten wir alles abgegraben haben soweit, ne? So, hier waren wir noch nicht. Okay, jetzt auch nur Kreisverkehr. In die Richtung. Gut. Gut, nehmen wir hier die Kohle mit. Ja. Da wir jetzt hier doch relativ viel Kohle verbraucht haben. So, dann machen wir hier schon mal dicht. So. Gravel. Nehmen wir den Gravel mit? Oder, oh, guck mal, das Eisen. Dann würde ich aber gerne erstmal dicht machen, damit uns hier keine Viecher überraschen. Und dann mal hier ein bisschen ausleuchten. So, wir sollten hier uns keine Viecher überraschen. Und dann, Frage ist, wie komme ich jetzt hier günstig runter? Ach, YOLO. Das geht aber tief runter. Holy moly. Alter. Okay, das wird eine ganze Menge. Eine ganze Menge Gravel. Okay, unsere Gravel-Sorgen sind damit Vergangenheit. Oh, unser Schiff aber auch. Ah ja, ja, die hält ja nicht so lange. Haltbarkeit 132. Das heißt, es sind wirklich 132 Blöcke, gerade mal. Das ist ja nicht sehr viel. Das ist überhaupt nicht viel. Wow. Gut, Gold hält ja auch nicht so lange, ne? Eben, Gold ist zwar stärker als... Wie war das? Stärker als Eisen, hält aber nicht so lange wie Eisen, ne? Irgendwie so war das ja. Ist ja auch logisch, im Echten ist ja Gold auch ein Weichmetall. Daraus würde man niemals im Leben Werkzeuge bauen, aber hey. Ja. Sei es drum. Guck mal, jetzt haben wir hier auch eine Abnutzung. Interessant. Das heißt, wenn wir Wolle abbauen, also hier diese Spinnnetze, verbrauchen wir das Schwert zwar, aber sonst halt auch nicht.
So, hier ist er jetzt eh zu, ne? Genau, das heißt, ich kann die ganze Fackel mitnehmen. Und dicht. Jetzt kann er drin spawnen, was er möchte. So, das heißt, das Ding ist auch abgefrühstückt. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Oder doch? Auf jeden Fall ist es schon wieder mein Card. Nehmen wir die Kohle mit? Nö. Boah. Eisen. Nice. Alter, überall sind die Geräusche. Was ist denn los hier? Also, warte, guck mal jetzt, was hier unter uns ist. Weil so wie es klingt, sind unter uns auch Gänge. Ja, guck mal an, das ist eine Höhle. Da klappt einiges, wo die Geräusche herkommen. Ja, moin. So, da ist das Loch, wo es reinging. Deswegen ist hier unten auch Gras. Das heißt, muss ich aufpassen, dass hier keine Gegner von oben runter droppen. Das ist mir gerade alles ein bisschen zu gangstermäßig. Ich backe mich mal hier runter. Ja, ich hab dich gehört, Bitch. Und schon ist unser Inventar voll. Gut. Kann ich hier irgendwo mal was wegschmeißen? So, hier habe ich alles im Blick. Dann schmeißen wir jetzt hier mal ein bisschen was weg. Zum Beispiel, ich muss aufpassen, dass mein Mikrofon hier nicht zu nah ist. Sonst schreie ich jetzt Mikrofon rein. Zum Beispiel kannst du weg. Feuerkugel. Waffenprojektil. Entfacht Feuer und zündet Blöcke an. Brauche ich das? Ich habe Feuerzeug. Ich behalte das mal. Die Gleise können auf jeden Fall weg. Das kann auf jeden Fall weg. Das kann aber auch auf alle Fälle weg. Obsidian behalte ich auch mal. Und alles andere würde ich auch gerne behalten. Eisenklumpen. Goldklumpen. Weißt du was? Ich guck mal, ob ich daraus nicht lieber Nuggets mache. Dann habe ich zwar einen Goldklumpen verschwendet, aber ganz ehrlich, drauf geschissen, würde ich mal sagen. So, kann ich jetzt hier einfach so machen? Genau. Und hier muss ich jetzt zweimal machen. Voila. Dann kann der nämlich weg. Und ich habe wieder zwei Slots frei. So. Voila. Bleibt da. Bleibt alles. Nein. Weg mit dir. Arschloch. So. Als allererstes mal Licht. Ey, ist der richtige Gang, der hier nach unten führt. Guck dich mal an, das ist ja. Ist ein perfekter Gang, der nach unten führt. Wie krass korrekt ist das denn bitte? Wow. Und ganz viel Eisen überall. Ey, das gefällt mir. Hier geht es aber noch weiter nach unten. Oh, Alter, was ist denn hier los? Ist ja richtig perfekter Gang. Okay, hier wird es jetzt etwas größer. Das heißt, müssen wir gucken, dass wir uns nicht verlaufen. Ich gehe mal erstmal. Oh, da ist der Spinne. Na, guck mal her. Ich habe echt das Gefühl, dass bei Monstern das Schwert gar nicht abnimmt. Oh, da wird es wieder höher. Ich muss ja so dringend drauf aufpassen, dass ich hier nicht in eine dunkle Sackgasse lande und dann mich hier von oben irgendwelche
Oh, was ist denn das? Kommt da Lava runter? Oder geht's da raus in die frische Luft? Ist ja wieder Tag draußen, ne? Ja, doch, sieht aus, als wenn es da hochgeht nach draußen. Na gut, lass ich das hier mal, die Seite mal sein. Irgendwo läuft ein Viech lang. Ich hör's doch. Uah. Hey. Okay, mit dem Schwert kann ich zumindest relativ häufig zuschlagen. Wait. What? Momentchen mal. Halt, stopp, jetzt geht alle weg hier. Das Schwert ist wieder heile. What the fuck? Repariert sich das von selber? Ich bin verwirrt. Ist das ein Bug oder ist das so gewollt? Ich versuche mal die Spinne da hinten mit der Schippe abzuklatschen. Komm mal her. Ja, guck mal. Die Goldschippe, die hat das gerade abgenommen. Oh oh. Nee. Hä? Jetzt nimmt das Schwert ab. Ach, wenn ich XP bekomme. Lol. Wenn ich XP bekomme, wird das Schwert wieder heiler. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal krass. Gut, ich hoffe mal, von hinten kommt jetzt nichts, damit ich mal in Ruhe das Eisen abbauen kann. Ja. Fällt sich da alles relativ ruhig. Sehr schön. So, wo ist der Creeper da vorne hin? Da oben ist ein Skelett. Aber wo ist der Creeper? Creeper, 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 wo bist du? Huhu. Ich bin's, Papi. Da ist der Creeper. Nee, das ist so ein Blob. Oh, das ist Lava. Das hier unten was? Nö, ne? Alles, was ich will, ist das Eisen hier. So, und um an das ranzukommen, werde ich jetzt sterben. Oh ne, hab überlebt. Okay. Ah, das ist der Creeper. Ja. Immer wenn ich die XP einsammle, repariert sich mein Schwert wieder. Wie geil ist das denn bitte? Dieses Schwert wird nie wieder sterben. Warum kann ich das Gold nicht mitnehmen? Habe ich nicht schon Gold? Ich habe doch schon Gold. Ach, ich habe Golden Nuggets. Dann gehst du mal weg. Genauso wie du weggehen kannst. So, ich glaube mal hier unten bin ich soweit fertig, ne? Hier gibt es nichts mehr Spannendes zu sehen. Da oben geht es wieder raus an die frische Luft. Da hinten war ich schon weitestgehend. Da oben ist noch Eisen. So, und weil es hier überall nichts zu sehen gibt, gehe ich mal doch nochmal hinten in die Richtung. Aber erst in der nächsten Folge. Jetzt machen wir erstmal Feierabend.
Und dann gehen wir mal in der nächsten Folge diesen Gang da weiter. Würde mich mal interessieren, wo der noch hingeht. Ja. So. Okay. Dann, ja, soll es das mit der Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dann.